Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 19. Folge von Let's Play Land of Wales. Ja, jetzt ist das laggige Intro endlich vorbei. Oh Mann, ey. Und jetzt zeige ich euch, was ich so sonst so gemacht habe, weil ich ja den Bahnhof nur mit euch im Let's Play weiterbaue. Ich habe ja irgendwann in Folge 18, glaube ich, von meinem Gefängnis gesprochen. Das habe ich jetzt ja auch schon mal angefangen, das Land of Wales Staatsgefängnis. Man erkennt vielleicht schon mal etwas von dem Gefängnis. Hier können sich die Gefangenen mit den hier Bekannten treffen. Da ist ein Sportplatz, hier kommen die Zellenblöcke hin, da ist das Duschkram, von man noch nicht wirklich was erkennen kann. Hier sind schon mal zwei Zellen so gut wie fertig. Und ja, hier vorne kommt so ein Kontrollraum hin, bla bla. Hier kommt dann so ein Eingang und so, ne? Ja, aber heute soll es ja nicht darum gehen, heute soll es um, nee, nicht Home B, ne? Home Home. Home Home muss ich ja. Heute soll es um den neuen Hauptbahnhof gehen. Den, was ich mir da so vorgestellt habe. Also, wo soll denn das gehen hier? Das muss ich mir jetzt erstmal überlegen. Ich weiß nicht. Sieht das gut aus, wenn man dann... Ja, doch, klar, das geht. Klatscht man hier wieder. Nee. Nicht. So. Klatscht man hier wieder eine Treppe dran. Ah, nee, genau. Das war... War schon richtig so hier. Nee. Nicht so rum. So rum. Jetzt ist es richtig. Oh Mann, ey, wie viele Versuche ich für eine Treppe brauche. So, zack, 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 zack. So, hier schön machen. Hier Treppenstufen hin. So, ich hatte mir vorgestellt, dass wir den Weg Richtung Park verlegen. Zwar wird der exakt hier drunter verlegt. Können nämlich die Leute hier so herlaufen, schön unter der Brücke her, durch das Gebäude halt. Und dann geht's hier drüben Richtung Parkgelände. Machen wir auch mal das Schild hier und die Lampe weg. Die stören hier nämlich. Oh, gerade müsste es wieder laggen im Video. Warte ich mal, jetzt müsste es vorbei sein. Relativ. Natürlich immer noch so ein Standard-Laggen dabei. Ich gucke mir die Folgen natürlich ja selbst auch immer an. Gucken, ob die relativ gut geworden sind. Es hat sich wirklich leicht gebessert auf jeden Fall zu Folge. Also im Gegensatz zu Folge 1 und so, auf jeden Fall hat sich das da gebessert. Folge 1 bis 4 war das, glaube ich. Und ab Folge 5 war dann Lag frei, aber nur 360p. Ich könnte natürlich auch wieder in 360p aufnehmen. Dann sind die Folgen zwar Lag frei, aber es ist halt eine Ultraschweißqualität. Das bringt es meiner Meinung nach nachher auch irgendwie nicht. Wenn man dann irgend so ein Video in so einer Ultra-Scheiß-Quali guckt. Dann lieber ein bisschen Lags, finde ich, als 360p. 360p ist echt heftig. So, jetzt soll es ja eigentlich auch nicht um diesen Weg hier gehen, den ich gerade die ganze Zeit am Bauen bin. Sondern es soll ja eher darum gehen, wie kriege ich das hier schön? So, ich würde dann sagen, da kommt ein Zug. Packen wir hier so Holzdinger hin. Hier so, die das halt dann so stützen, die Treppe. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Holzdinger, die die Treppe stützen. So, dann soll halt hier der Weg durchgehen und hier an der Seite kommt. Ja, Kommt irgendwie ein Geländer drauf.
So, jetzt muss es wieder laggen in der Aufnahme. Yay. Ist nicht mehr. Ach ja, das ist immer toll. Ich und mein ultra guter PC hier. So, zack, zack. Zack. Hier, da ist Holz dran, da Holz dran. Das jetzt eben noch auf die andere Seite übertragen, dann haben wir's. Ey, so oft kann man sich auch nicht verbauen, oder? Das denke ich mir immer. Bau diesen Block, den Block, den Block. So, jetzt habe ich mich nicht verbaut. Manchmal denke ich mir echt, wie kann man sich nur so unglaublich oft verbauen wie ich? Aber es ist möglich, so, mit den Holzdingern finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Jetzt sieht dieser Durchgang wieder so extrem eng aus. Nee, finde ich nicht gut. Nicht gut. Könnte ich hier vielleicht so Fichtenholz. Ich mag Fichtenholz. Sowas hier neben packen. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Also der Grund, warum ich das hier überhaupt daneben baue, ist, damit man Zäune draufstellen kann. Weil das ist ja hier, soll ja gesichert sein und babyfreundlich und so. So, wie machen wir es denn lieber? Machen wir es lieber so. So ist schöner, ne? Das hier gefällt mir nicht. So. So, finde ich gut. Ja, das ist. Naja, dieses Stück hier muss weg. Ich finde, das passt da nicht hin. So, jetzt ist die Folge wieder 7 Minuten lang bis jetzt. Okay. Müssen wir nur noch. Testen, wie ich es baue. Vielleicht mache ich hier so eine Art einen Durchgang. Das baue ich schon die ganze Zeit, aber sowas hier. Ja, finde ich ganz niedlich. Dann vielleicht noch mit ja. Ja, nee, sonst kommt man da später nicht mehr durch, ne? Ja, ich lasse es erstmal so und dann mal gucken. Echt nicht so leicht, wie ich es gedacht habe. Obwohl, wenn ich dann hier ein Dach drüber mache, dann ist wieder dieses Quetschgefühl. Ich brauche 3 Blöcke hoch. Sonst sieht das kacke aus. Gut, aber das sieht auch nicht gerade Premium toll aus jetzt hier. Naja. Oh Gott, ey, wie lange ich jetzt hier dran sitze, um mir zu überlegen, wie ich das baue. Aber es ist halt ein großes Projekt. Ich brauche für sowas immer ein bisschen. Könnte jetzt sein, dass ihr es jetzt schon lange fertig hättet, so ein Bahnhof hier. Dann auch noch ultra schön und alles, aber. Das kann ich nicht. So, sagen wir, der Bahnhof geht bis hier hin. Nein, dahin. Und ab hier wird er immer ein Stückchen weiter nach hinten.
Hier kommt ein bisschen mehr Gras hingesetzt, damit man hier auch die Möglichkeit hat, herzugehen. Was laber ich schon wieder für eine Scheiße? Ich meine natürlich, damit das Boden gerade ist. Damit man dann eine Möglichkeit hat, herzugehen. So. Es kann natürlich sein, dass ihr, die jetzt das Video, also ihr guckt jetzt das Video bestimmt. Nee, ihr guckt das Video jetzt nicht. Nee, wäre ich nie drauf gekommen, dass ihr das Video jetzt guckt. Dass ihr sagt, das sieht total scheiße aus, baue das wieder anders, dann baue ich es im nächsten Video wieder anders. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie es am besten wäre, wie ich es bauen soll. Ich baue ja jetzt einfach nach eigenem Ermessen. Werde auch alles hier noch, die Wände werden nicht am Ende so aussehen, das ist nur, um mir am Anfang so einen ungefähren Eindruck zu verschaffen. Ich will ja jetzt nicht hier total die Scheiße hinbauen. Ich hoffe, das ist ja jetzt klar. Deswegen versuche ich schon irgendwas hier hinzusetzen, was relativ gut aussieht. Und dafür brauche ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. So, wenn wir dann das hier hätten, könnten wir dann nicht. Einfach hier schön ein bisschen. Schönes Glasdach. Wenn man dann hierher geht, ist hier oben ein Glasdach und das ist eigentlich jetzt so ganz gut. Jetzt müssen wir hier noch die Treppenbruchsteine als Dach. Nee, ich da eigentlich auch nicht Eichenholz, Fichtenholz. Mag ja Fichtenholz, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ja, fall runter. Fichtenholz als Dach. So. Ja, doch, ich finde, das hat was. Nein, nicht da, hier. Also ich kenne das aus manchen echten Bahnhöfen, dass man dann hier so hergeht und hier an der Seite, was weiß ich, irgendein Gemälde hängt oder sowas, man sich dann angucken kann. Oder halt wie in der Wirklichkeit Graffiti, weil schön Graffiti hinmachen. Also das Schön war Ironie, ich hasse Graffiti. Ich bin da absolut kein Fan von. Aber das muss ja auch mal wieder jeder selbst wissen. Ja. Müssen wir hier natürlich auch noch irgendwie einen abgerundeten Durchgang hinschaffen. Hier garantiert nicht so. Versuche es echt so schön wie möglich zu machen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber ich sag einfach, es sieht noch nicht schön aus. Es kann noch schön werden. Es gibt eine geringe Chance, dass es noch schön wird. Yay.
Bin Holz schöner als nur Cobblestone vermischt. Ach, jetzt regnet das schon wieder. Meine Güte. Ach, die Folge ist schon wieder 15 Minuten lang. Ja, wir haben in dieser Folge geschafft, den Bahnhof ein bisschen weiter zu bauen. Dach, die Treppe fertig. Kleinen Ansatz, wie ich es gerne haben möchte. Hier wird dann so der große Aufenthaltsbereich. Und hier drüben geht, erstreckt sich dann der Bahnhof noch ein bisschen. Das heißt, hier vorne wird so eine große, quasi runde Kreisform. In der Mitte, weiß ich nicht, ein Brunnen oder sowas später. In der nächsten Folge mache ich hier wahrscheinlich einen Boden rein und baue diesen komischen Durchgang hier fertig, was ich bis jetzt am schwierigsten finde. Der Durchgang hier, der ist echt haarig. Naja, guckt auch bei meinen Tutorials vorbei und bei, nee, nicht bei, bei meinen Land of Wales Updates Videos könnt ihr noch vorbeigucken. Mache ich ja auch immer. Und damit wäre es das auch schon gewesen. Auf Wiedersehen und tschüss.